Wo siehst du den größeren Sinn in deiner Arbeit? Warum machst du das? Also in erster Linie mache Weil ich du es. hast ja auch ganz aktuell warst du ja auch im Fernsehen, wo es darum gegangen ist, eine Diskussion über das Bildungssystem. Und ich meine, wenn ich jetzt anschaue mir sowas wie Khan Academy, die zig Millionen Abrufe haben, das ist ein Nachhilfe-Online-Portal mehr oder weniger, und eine Schule, die immer nur so unterrichtet wie im 19. Jahrhundert. Wo siehst du den Konnex? Wohin geht es? Also ich denke schon, dass es Was willst du noch dazu beitragen, aber nicht? ja, also ich denke schon, dass es noch mehr in Richtung Videoeinsatz zum Beispiel im Unterricht geht. Es gibt ja immer mehr Schulbücher, die QR-Codes haben, die man mit seinem Smartphone scannen kann und dann bekommt man weiterführende Inhalte. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man das eine mit dem anderen verknüpft. Ich glaube auch, dass generell dieser Bereich Videolernen noch mehr, dass da noch mehr geht in Deutschland. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich das mache, weil ich einfach, als ich angefangen habe, dachte ich mir, Mensch, ich hätte mir im Unterricht in Geschichte damals gewünscht, so Übersichten zu bekommen über ein bestimmtes Thema. Wir haben immer irgendwie schon bei M angefangen anstatt bei A und haben dann bei O weitergemacht und sind dann irgendwann wieder bei C gewesen Die und so. Struktur gefällt effektiv. Ja, genau. Wir haben halt die Revolution von 1848, 49 mit der Französischen Revolution verglichen, und die dann wiederum mit der Russischen, haben aber nie den gesamten historischen Kontext uns einmal übersichtsmäßig angeschaut. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und dann dachte ich, das könnte ich doch machen auf meinem YouTube-Kanal. Und das ist generell, ist auch noch, auch wenn ich jetzt nicht mehr Geschichtsnachhilfe-Videos mache, aber zumindest auf meinem Kanal nicht mehr, ist es immer noch so meine Intention, eine Orientierung zu geben im ganzen Dickicht der Informationen, die auf einen einprasseln, die auf junge Leute einprasseln, sachlich, nüchtern, objektiv, so objektiv wie möglich. Was auch immer das sein mag, ja. Genau, ich finde, man kann natürlich nie objektiv sein, aber trotzdem eine seriöse Information zu bieten. Und gerade junge Leute sind völlig überfordert, wenn sie in den Nachrichten irgendwie was von einer Hebelwirkung bei der Euro-Rettung hören, aber überhaupt nicht wissen, was es damit auf sich hat. Und da versuche ich so ein bisschen zu helfen und zu unterstützen. Und das ist so meine Hauptintention, jungen Menschen Orientierung zu geben und sie zu informieren und aufzuklären. Das ist so der Grund, warum ich damit angefangen habe. Und natürlich finde ich das auch einfach ein spannendes Medium, weil du halt die direkte Rückmeldung bekommst durch die Kommentare und einfach immer weißt, finden es die Leute gut, was gefällt ihnen, was nicht. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich angefangen habe, weil mir einfach das Feedback gefehlt hat. Wenn man Fernsehbeiträge macht oder so, bekommt man relativ wenig Feedback, mal eine Postkarte oder mal eine Mail, aber das hält sich in Grenzen, obwohl die meisten Leute ja eine Meinung zu dem haben, was man da macht. Und das ist bei YouTube ganz cool. Und noch der letzte Grund ist, man ist, wie ich vorhin gesagt habe, auch sein eigener Chef, kann dann die Themen umsetzen, die einen interessieren, die man spannend findet. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. So wie du mit deinen Interviews einfach Leute einlädst, die du interessant findest, kann ich über die Themen sprechen, die ich spannend finde, wie zum Beispiel eben Magersucht. Und das wäre jetzt in einem Redaktionsalltag nicht so ohne weiteres möglich. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da Planet Wissen Sendung auch dazu oder Quarks und Co. Sendung zu dem Thema, aber du hast natürlich einen anderen Weg, das dann für dich zu erforschen, ja. Genau, also es das heißt auch nicht, dass, damit wollte ich auch nicht sagen, dass ich jetzt der Einzige bin, der jemals dieses Thema angegangen ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt in der Redaktion vorschlage, in der ich arbeite, dann heißt es, ach, haben wir schon mal gemacht oder da gibt es keinen aktuellen Anlass oder nee, Da das brauchen Sie ist. leicht an, in den Medien finden Sie da genug der Mädels und Jungs, die da. Genau, und dann ist so, bei mir halt dann auf meinem Kanal, dann sagt halt niemand, nö, hat keinen Anlass oder so, sondern dann mache ich es einfach. Und wenn es die Leute nicht interessiert, dann schaut sie es keiner an und dann habe ich die Quittung. Genau. Ja, so geht es dann auch. Ja. Und der Vorteil ist ja heute auch, dass es sich jederzeit anschauen kann. Also wenn jemand 2020 meint, der möchte sich das Video anschauen, kann das dann auch anschauen. Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das dann noch Leute machen. Wenn den YouTube so noch in der Form existiert, vielleicht, ja. Ja. Weiß man ja alles nicht so genau. Das stimmt, ja. Ja. Mittelfristig hast du irgendwelche, oder was sind deine nächsten großen Projekte? Also es ist ein Buch gerade von dir rauskommen, Genau, das ist. wieder über Geschichtsthemen. Ja, genau. Es heißt Verrückte Geschichte. Ja. Und da geht es um Dinge, die nicht unbedingt in Geschichtsbüchern stehen und die man nicht im Unterricht gelernt hat, aber die trotzdem interessant sind. Also zum Beispiel, dass Bonn nur deshalb Bundeshauptstadt wurde damals 1949, weil rund 200 Abgeordnete wahrscheinlich bestochen wurden. Und eigentlich wäre es nämlich Frankfurt gewesen, die Hauptstadt. Und wir Das ist wissen keine nur. Vermutung, sondern das weiß man. Ja, bis heute weiß man es nicht hundertprozentig. Der Spiegel hatte das damals aufgedeckt, aber Der Spiegel da hat schon gab es viel versucht aufzudecken, aber.
Ja, genau. Da gab es auch einen Untersuchungsausschuss im Bundestag und so, aber es gab nie so ein eindeutiges Ergebnis, aber es ist klar, es ist Geld geflossen, auf jeden Fall. Aber mit welcher Absicht, das konnte bisher nicht aufgeklärt werden und wird auch wahrscheinlich nie aufgeklärt werden. Klar ist, dass der damalige Finanzminister da mit drin gesteckt hat und so. Es ist eine sehr dubiose Geschichte, aber eben auch ein bisschen verrückt. Das ist ja sehr politisches, aber es geht zum Beispiel auch um die Geschichte des Vibrators, die tatsächlich, also es ist ein anrüchiges Thema, aber hat einen interessanten medizinischen Hintergrund. Ach so? Ja, ich kann es ja mal kurz zusammenfassen. Also hängt zusammen, dass Frauen... Die Geschichte des Vibrators, hören Sie jetzt zu. Kann man im Buch nachlesen, mehr sage ich nicht. Nee, okay, ich verrate es trotzdem schon mal. Also, dann hol ich es mal und lese es vor. Bis ins 20. Jahrhundert rein war es ja oft so in der westlichen Gesellschaft, dass Frauen... einfach sexuell keine Rolle gespielt haben. Es ging eigentlich um die Triebbefriedigung des Mannes und Frauen waren halt dafür das Mittel zum Zweck. Und da hat dazu geführt, dass viele Frauen einfach sexuell unbefriedigt waren. Und dann gab es Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben. Ich hoffe, das kann man auch vor 22 Uhr jetzt zeigen, dieses Video, die sich darauf spezialisiert haben, den Frauen dazu zu verhelfen, sich doch sexuell befriedigt zu fühlen, das mal zusammenzufassen. Und die haben es am Anfang nicht mit Hilfsmitteln gemacht und irgendwann ist kein Witz, haben die Ärzte lahme Hände bekommen und hatten irgendwie große Gelenkprobleme und haben dann verschiedene Hilfsmittel erfunden, unter anderem auch frühe Vibratoren. Und also Vibratoren waren am Anfang ein Hygieneartikel, der aus medizinischen Gründen verkauft wurde, bis man dann irgendwann dahinter kam, naja, so medizinisch ist es vielleicht doch nicht. Und diese Frauen wurden damals übrigens hysterisch genannt, das war so das Krankheitsbild der hysterischen Frau. Und das wurde dann gelöst eben durch diese glorreiche Erfindung. Mehr dazu dann im Buch, wer das will, kann man nachlesen. Ist auch ein Buch, was ich selber geschrieben habe, also es ist kein Ghostwriting. Und muss man alles dazu sagen, ja. Muss man alles. Das ist jetzt deine kurzfristige Geschichte. Dein Buch, hast du mittelfristig noch irgendwas, was ansteht, ein wichtiges Projekt, wo du sagst, vom ZDF kommt noch was oder beim Harald Lesch kommt auf jeden Fall noch was. Also wir werden zum Beispiel im MDR im Rahmen dieser Sendung, die ich moderiere, einige Sondersendungen haben. Zum Beispiel zu Biermann, dem Liedermacher, der ja ausgewiesen wurde aus der DDR. Da gibt es die nächste Sondersendung, spannende Sache. Dann im ZDF gibt es auch ein Projekt mit dem ZDF zusammen und mit der ARD. Da kann ich aber noch nicht so viel sagen, hängt mit diesem jungen Angebot zusammen, was es da geben soll, hat auch mit Lernvideos zu tun und so, aber das cool. Kann ich noch nicht so sagen. Wird dann Anfang nächsten Jahres. Ja. Cool. Und langfristig für dich, was hast du für dich als Lebensplan, hast du was, wo du sagst, that's the very reason for my existence. So dieses, also deshalb bin ich da. Das soll anders sein, wenn ich weg bin. Ich sage mal, ich möchte den Platz da, an den ich geschickt worden bin, besser hinterlassen, als ich ihn vorgefunden habe. Ja, das ist wirklich eine ganz große Frage, über die ich mir natürlich auch Gedanken mache. Und wenn es um die Arbeit geht, möchte ich einfach generell dieses Thema Geschichte gerade bei jungen Leuten noch präsenter haben. Ich möchte, dass junge Leute sich noch mehr mit historischen und auch mit politischen Themen auseinandersetzen. Das ist so ein allgemeines Ziel. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, aber muss auch nicht sein, mich mal politisch zu engagieren. Ich will, also klar kann man mit Videos dafür sorgen, dass die Welt zu 0,00001% ein bisschen besser wird, aber wirklich was bewegen kann man ja vor allem auch, wenn man sich politisch engagiert. Und ich habe das mal gemacht im Kleinen, ich war mal im Gemeinderat in der Stadt, aus der ich ursprünglich komme, und könnte mir das irgendwann auch mal vorstellen, wieder zu machen, auch wenn es natürlich mit viel Stress und Ärger und so verbunden ist. Aber ich finde... Siehe Gregor Gysi zum Beispiel, ja, für mich einer der genialsten Redner, die wir da gehabt haben, egal wie man politisch zu ihm steht. Und der ist ja auch relativ, der hat sein ganzes Leben dem gewidmet und... Genau, auf jeden Fall. Ich finde es auch ein cooler Typ. Also politisch bin ich jetzt auch nicht unbedingt immer mit ihm einer Meinung, aber ich finde es auch einer, der für was steht und der Haltung hat. Und davon fehlt es einfach in der Politik, finde ich, auch gerade in Deutschland. Es gibt zu viele Wendehälse und wenige Leute, die auf ihrem Ding bestehen. Und man kann auch über Angela Merkel sagen, was man will. Fähnchen im Wind. Genau, aber über Angela Merkel kann man sagen, was man will, aber sie ist zum Beispiel eine, die schon eisern zu dem hält, was sie sagt und auch manchmal störrisch ist, sieht man jetzt auch in der Flüchtlingssituation, sie sagt, wir schaffen das und sagt es auch ein Jahr später, noch muss die natürlich logischerweise auch. Und das finde ich aber schon, also wie gesagt, ich bin politisch Angela Merkel, es ist nicht meine Lieblingspolitikerin, aber sie gehört zu denen, die jetzt nicht unbedingt immer umkippen, anders als Vorsitzende anderer großen Volksparteien in Deutschland, die ihr Fähnchen gerne mal in den Wind. Wenn du mal hinter die Kulissen blicken möchtest, es gibt eine ganz, ganz geile Doku über den Gysi, die heißt Gysi und ich. Ja, ist irgendwo in YouTube online anzuschauen.
Und sonst gibt es sie sicher irgendwo auf DVD oder in irgendeinem Stream, auch legal zu kaufen. Also bin ich sicher, Gysi und ich heißt es. Da begleitet der Dokumentarfilmer den Gysi für ein paar Wochen. Faszinierend. Ja, habe ich Natürlich sogar zeigt er gesehen. halt, wie echtes Kann ich auch. Politikerleben läuft. Und Ja. es gibt auch das mit diesem Bayern CSU-Politiker, den Herrn Wichmann. CSU, irgendwas, kennst du das? Kenne ich auch, ja. Da ging ich auch durch die Medien, weil der da irgendwie ein paar krasse Sachen gesagt hat. Ja. Ja, also mir gefallen solche Dinge, wenn du mal wirklich siehst, okay, ach, die reißen sich schon den Hintern auf. Ja, das So stimmt. easy ist das Geld nicht verdient, da wie viele meinen. Auf jeden Fall. Die meisten hängen sich da schon rein, die wenigsten kassieren nur ab. Sicher gibt es die Blatters auch, aber ja. Ja, die gibt es überall, nicht nur in der Politik. Die gibt es überall, ja. Mein lieber Mirko, sag mir noch ein wichtiges Zitat, das dich durchs Leben leitet, was dir immer wieder Kraft gibt. Hast du eines? Ein Lebensmotto, ein Zitat, ein Rat, den du einmal gekriegt hast von jemandem, der dir wichtig war? Eher nur Erfahrung. Also ich finde, wenn man was wirklich will, dann schafft man es auch. Das gilt bei allem. Sei es jetzt irgendwie im Sport, sei es bei der Arbeit oder sei es, wenn man ein Gericht kochen möchte. Wenn man wirklich So viel den zur Willen. Magersucht, ja. Genau, ja, man schafft das. Man muss es nur wollen. Und das ist das Wichtigste. Es ist jetzt wahrscheinlich so eine Binsenweisheit, aber ist eine Ja, Sache. das sind solche Zitate häufig. Ich meine, es wäre jetzt natürlich prosaischer gewesen oder schöner gewesen, wenn jetzt du irgendwas gesagt hättest von dem Goethe und so, aber das passt genauso in deinen Worten. Ja, ich würde auch gerne was aus der Bibel zitieren. Ich bin ein gläubiger Mensch, aber leider kann ich kein Bibelzitat auswendig, ehrlich gesagt. Bittet Sorry. um was ihr wollt, glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch zuteil werden. Markus 11, 24. Das Ah, einzige super. Zitat, das ich tatsächlich so wunderherrlich zitieren kann. Ist ja nicht Das schlecht. ist Kann so man immer gut. dieses Denken, bittet um was ihr wollt. Ja. Also du kannst dir wünschen, was du willst. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt. Also stell dir halt vor, dass es zu dir kommen wird. So wird es dir zuteil. Okay. Ja, ist ein Grüße cooler. an Kurt Tepperwein, in dem Fall, von dem ich immer wieder und immer wieder und immer wieder gehört habe. Das ist einer der größten alten, ehrwürdigen Legenden im esoterischen Speaker-Business, würde ich sagen. Ja. Eigentlich irgendwann ein großer Führungsmanagement-Mensch, der aber dann in die spirituelle Richtung gefunden hat. Ja. Der ist Okay. immer mit diesem Markus 11,24 daherkommen. Ich werde versuchen, es mir zu merken. Mir fällt sogar jetzt noch was aus der Bibel ein, nämlich aus dem Kapitel Sprüche. Ich weiß nicht, welcher Vers genau, aber ein nörgelndes Weib ist wie ein tropfendes Dach. Schau, Nirgendwo was in der Bibel. so können wir einen wunderherrlichen Nachmittag an ein schönes Ende bringen. Ja, genau. Mein lieber Mirko, ich danke dir für deine Zeit. Wir haben sicher das eine oder Sie haben sicher das eine oder andere für sich auch ziehen können. Vielleicht für Ihre eigenen Seminare, vielleicht für Ihre eigenen Vorträge oder auch nur in Zusammenarbeit mit Ihren Kindern und oder sich selber was beizubringen. Einfach losgehen, probieren, gerne auch auf YouTube. Vielleicht haben wir was davon. Sie dürfen gerne kommentieren. Wir freuen uns drüber. Du möchtest noch eine Message mitgeben an unsere Zuseher? Nö, danke fürs Zuschauen, danke fürs Interesse und Buch kaufen. ja, Buch kaufen, klar. Und wenn es Fragen an mich gibt, gerne auch bei mir melden. Du kannst ja auch meinen Kontakt verlinken. Werde ich alles liebend und gerne machen. Okay, Okay, Mirko, danke danke. dir. Jo, Ich bis bitte. dann. Ciao, Servus. Ciao.